Servus Freunde, wir grüßen euch aus Tirol und gehen heute auf den Muttekopf bei Imst. Der Berg ist 2770 Meter hoch und da nehmen wir euch mit. Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Video. Das erste Stück sind wir mit der Imster Seilbahn hinaufgefahren und von der Bergstation aus sind es jetzt noch um die 1000 Höhenmeter und 8 Kilometer Wegstrecke, die man macht, also 1000 Höhenmeter im Auf- und im Abstieg dann und 4 Kilometer bis zum Gipfel und 4 Kilometer wieder zurück. Und topfit? Läuft. Andrea läuft. Und wir erreichen ein erstes Gipfelkreuz nach ungefähr 10 Minuten Aufstieg. Leider sind wir hier aber komplett falsch gegangen. Wir gehen also wieder zurück runter zur Bergstation und von dort aus gelangen wir auf den richtigen Weg und der sieht im ersten Teil so aus. Von der Bergstation aus gibt es zwei Wege zur Muttekopfhütte. Einer 2 Stunden angeschrieben und einer 45 Minuten. Wir waren zunächst auf dem Weg, der für 2 Stunden angeschrieben ist. Und das war natürlich leider gar nicht der, den wir nehmen wollten. Also sind wir von diesem ersten Gipfelkreuz aus wieder runter zur Station und haben dann den richtigen Weg dort genommen. Aber nicht dramatisch. Man kann da mal auch diesen Gipfel mitnehmen. Kostet vielleicht 20 Minuten. Mehr war der Umweg jetzt nicht. Und wir waren auch nicht die Einzigen. Also fast alle, die mit uns zusammen da oben waren, sind dann wieder umgedreht zur Station, um dann diesen Weg hier zur Hütte zu nehmen. Da ist es gar nicht mehr weit bis zur Hütte. Da oben, das ist das Gipfelkreuz, wo wir eben verkehrt hinaufgestiegen sind. Andrea, wie kam es noch gleich dazu? Es war falsch angeschrieben. Ja, eigentlich ja, war es ja richtig angeschrieben. Aber passiert. Passiert mir auch. Passiert den Besten. Ich hatte nämlich angemerkt, dass meine Uhr anzeigt, dass wir auf einem falschen Weg sind. Und dann hieß es, nein, nein, das war ausgeschildert, Muttekopfhütte, da geht's lang. Und dann habe ich gesagt, okay, dann wird das schon passen. Und wie gesagt, es führt ja tatsächlich zur Muttekopfhütte, aber auf einer anderen Route. Und naja, man sollte ja die Tour machen, die man geplant hat und nicht eine, die sich dann spontan ergibt unterwegs. Ja, es wären also 2 Stunden statt 45 Minuten bis zur Hütte dann gewesen. Hätte auch unseren Zeitplan etwas durcheinander gebracht, denn wir wollen ja die Bahn noch wieder runternehmen dann auch, richtig? Richtig. Und da haben wir die Muttekopfhütte auch schon erreicht. Der Weg hierhin macht Spaß und er ist
zum Teil auch ein klein wenig ausgesetzt. Eine wirklich grandiose Aussicht hat man hier an der Mutterkopfhütte. Diese Richtung geht es weiter, 3 Stunden bis zum Gipfel sind angeschlagen. Ab der Mutterkopfhütte sind es noch knappe 900 Höhenmeter bis zum Gipfel. Der Weg ist technisch nur mittelschwer als Wanderweg. Er hat einen roten Punkt in der Markierung. Und es sind 3 Stunden Gehzeit bis zum Gipfel veranschlagt. Ich würde mal sagen, dunkelrot ist das Ganze. Es gibt hier oben unweit der Hütte auch einen Klettersteig. Ich weiß nicht, ob man da hinten die Seilbrücke erkennen kann im Bild. Und der hat, soweit ich weiß, die Kategorie BC. Lässt sich eventuell kombinieren mit der Tour. Wenn man schnell unterwegs ist, sollte man beides hinbekommen. Eine sehr schöne Gegend hier. Es hatte die letzten Tage auch ein ordentliches Gewitterunwetter gegeben und dementsprechend fließt jetzt ordentlich Wasser hier herunter. Wie schon gesagt, haben wir das erste Stück mit der Bahn gemacht. Da kann man natürlich auch von Imst unten aufsteigen. Dann wird es eine entsprechend lange Tour. Heute wird es im Tal unten 30 Grad. Und hier oben ist es auch im Moment in der Sonne ziemlich warm. Da haben wir doch unsere Urlaubskarten, die man vom Hotel ausgestellt bekommt, heute verwendet. Da ist eine Berg- und Talfahrt pro Tag dann umsonst. Und das haben wir für diese Tour auch ausgenutzt. Bei so einer Hitze, da muss man nicht es übertreiben, sage ich mal. Die Bahn war auch richtig voll. Und insbesondere, nachdem wir am Anfang falsch gegangen sind und wieder runter sind, war da wirklich an der Bergstation die Hölle los. Aber wie ihr seht, hier jetzt auf dem Weiterweg hoch zum Gipfel ist kaum jemand unterwegs. Das hatte ich dann schon fast schlimmer befürchtet. Im Internet habe ich eine Beschreibung gelesen, die hat besagt, ein alpinistisch reizloser Weg führt zum Gipfel. Gemeint ist hier natürlich dann die Schwierigkeit. Technisch wird einem hier nicht allzu viel abverlangt. Aber die Umgebung hier, das ist schon einfach grandios, muss ich sagen. Gefällt uns also sehr gut, dieses Tal, wo man hier durchwandert. Schatten kann man heute gut gebrauchen. Das sehen auch die Schäfchen so. Und es sieht erstmal so aus, als würde der Weg noch ganz schön schwierig werden. Aber das ist ja oft so, dass es dann doch technisch leichte Wege durch steiles Gelände gibt. Hier wird es jetzt etwas steiler, aber problemlos machbar. Wir kommen dem Gipfel so langsam näher. Noch gute 400 Höhenmeter bis zum Gipfelkreuz. Kriegen wir hin. Und wie läuft's?
Immer noch top. Top, voll schön hier. Endspurt. Ab hier können wir joggen, oder? Das letzte Stück hier rauf ist schon steinschlaggefährdet. Wenn Leute ohne Trittsicherheit dann hier unterwegs sind, dann sollte man vielleicht tatsächlich einen Helm in dieser Passage aufsetzen. Das würde dann nicht schaden. Und hier haben wir jetzt ein paar Versicherungen. Ja, die sind auf dem Grat. Schön ist es hier. Das letzte Stück zum Gipfel mache ich jetzt alleine. Andrea möchte am Joch warten und verzichtet auf den Gipfel. Ja, es ist heute relativ heiß und wir haben schon gestern und vorgestern ordentliche Touren gemacht. Dann kann man auch mal einen Gipfel auslassen und ein Päuschen stattdessen machen. Ist aber jetzt ohnehin nur noch ein halbes Stündchen angeschlagen. Am Joch war eine halbe Stunde. Aber ich glaube nicht, dass ich die halbe Stunde brauche. Da denke ich, geht es doch schneller. So, hier bin ich nicht auf dem Weg. Aber das ist jetzt wieder der Weg. Und da geht es hinauf. Das war unsere Tour hinauf zum Muttekopf. Und ja, ich persönlich würde die Tour so einschätzen, dass sie für Anfänger nicht geeignet ist, aufgrund der hohen Steinschlaggefahr, die es auf dem Weg hinauf zum Grat dann hat. Also da sollte man schon absolute Trittsicherheit mitbringen, sonst wird es zu gefährlich. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Und wünschen euch auch viel Spaß bei euren eigenen Bergtouren. Bis demnächst und tschüss.